Peter Nagel. Die Stadtgalerie Kiel widmet dem Künstler und ehemaligen Professor der Muthesius Kunsthochschule eine Ausstellung zum 80. Geburtstag, für die der Maler viele großformatige Bilder zur Verfügung gestellt hat. Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, die Vernissage fand vor wenigen Wochen statt und wir haben einen ersten Rundgang, einen virtuellen Rundgang gemacht. Jetzt kommt die Fortsetzung. Ich werde über einige Bilder sprechen, die Sie schon kennen, aber es werden einige neue dazukommen. Und ich muss eine Bemerkung machen, die geht ins letzte Jahr zurück. Ich hatte die Ehre, während der schleswig-holsteinischen Bundesratspräsidentschaft eine Ausstellung zu gestalten. Und zusammen mit Frau Dr. Hüsch von der Kunsthalle waren wir auf der Suche nach einem geeigneten Titel. Während wir uns die Bilder ansahen, machte ich die flapsige Bemerkung, ja, meine Bilder, das sind ja auch so ein beiden achtersinnig. Und da sagt sie, jetzt habe ich den Titel für die Ausstellung. Die Ausstellung heißt Achtersinn. Und dieser Achtersinn, der lässt sich direkt übertragen, auch auf diese Ausstellung. Er meint nämlich, dass in meinen Bildern nicht nur das vordergründig Dargestellte gemeint ist, sondern dass dahinter sich immer noch eine besondere Pointe befindet, die der Betrachter, die Betrachterin herauszufinden hat. Dann wird eine ganze Sache daraus. Wir haben also das Abbild eines Vorganges, der schnell zu erkennen ist, und dann das Abbild eines geistigen Prozesses. Und in dem Fall setze ich das Bild Kunstbetrachtung an den Anfang meiner Ausstellung. Das ist nämlich vor der Corona-Krise fertig geworden. Und ich hatte gedacht an eine Lichtinstallation, die genossen wird von dem Publikum. Das Licht wandert und es sind spannende Bewegungen zu sehen. Dann aber kommt die Corona-Krise und das Bild bekommt eine ganz andere Bedeutung. Das Publikum sitzt vor einer festen Säulenwand, undurchdringlich. Wir sind ausgeschlossen von der Kultur. Opernhäuser, Theater, Rockkonzerte, alles ist zu und wir haben große Entzugserscheinungen. Das muss anders werden. Eine etwas chaotische Situation, die Stühle sind umgefallen und weit in den Vordergrund schiebt sich ein kleines Haus, knallblau sozusagen als Akzent. Und im Farbraum, das muss der Maler und die Malerin wissen, sind alle warmen Farben, rot, gelb, braun, die tendieren nach vorne. Und ich benutze die Wirkung der kalten Farben, also blau, grün, in diesem Fall, indem ich das kleine Haus, das hier rauszufallen droht, einfach schön weit in den Hintergrund drücke. Diese Bewegung von vorne nach hinten gibt das, was wir Spannung nennen in der bildenden Kunst. Ein besonderer Begriff, der nichts mit der Spannung eines Romans oder eines Films zu tun hat. Ein relativ aktuelles Bild, ein Selbstporträt, 2020 gemalt. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal hier, 2020 ein Selbstporträt zu machen, da muss ja ein weißhaariger Maler eigentlich drauf zu sehen sein. In diesem Fall habe ich mir erlaubt, auch als Auftakt zu dieser Ausstellung etwas ganz Nostalgisches zu malen. Das ist der junge Maler Nagel mit 27 Jahren in der Villa Massimo in Rom. Und diese Zeit, dieses Jahr 68, 69, das war wohl das glücklichste Jahr in meinem ganzen Malerleben. Ich hatte ein wunderbares Atelier von 10 mal 10 Meter Grundfläche und nach oben ging es auch noch mal 10 Meter hoch. Nordlicht und ein Jahr lang sorglos malen zu können in dieser ewigen Stadt, das war fabelhaft. 68, 69 war auch besonders spannend, weil die anderen Gäste
Schriftsteller, Musiker, Bildhauer ja in einen regen Gedankenaustausch traten. Und insofern war dieses Jahr in der Villa Massimo für mich ganz, ganz besonders wichtig. Deswegen habe ich dieses Bild auch auf den Katalog gesetzt. Wir kommen zu einem Schlüsselbild, das mir sehr wichtig ist. Schon im Jahr 1966 gemalt, gerade am Übergang von der Akademie zur freien Wildbahn. Ich bin froh, dass dieses Bild in die Sammlung der Kieler Kunsthalle gehört. Und es ist sozusagen die Quintessenz dessen, was ich selbst als neuen Realismus zusammen mit meinen Kollegen erarbeitet habe. Die äußere Gestalt ist weitgehend naturnah, durchgebildet. Dagegen ist die Farbigkeit ganz verfremdet. Das Lebewesen wird in Grautönen gemalt und die Dinge treten nach vorne und bilden einen starken Kontrast dazu. Also losgelöst ein eigener Bildorganismus. Und wenn ich auf diese Streifen gucke, dann muss ich erwähnen, dass es ein Glücksfall war, dass ich an der Akademie gleichgesinnte Kommilitonen fand. Wir hatten, das stellten wir schnell fest, gemeinsame Wertvorstellungen. Denn wir waren doch etwas misstrauisch geworden, dass gerade in den 60er Jahren die offizielle Kunst eigentlich die Abstraktion war. Es wurde nur abstrakt gemalt. Ja, der Kunsthistoriker Haftmann ließ sich sogar zu der Äußerung hinreißen, die Kunst ist abstrakt geworden. Und damit meint er auf immer und ewig. Dem misstrauten wir und wir wollten einen neuen Realismus kreieren und bezogen uns auf die Fotografie. Denn die Fotografie, die war in der Lage, ganz neue Bildwelten zu erschließen. Man stelle sich vor, einen Sportler, der über eine Latte springt oder ein Fußballtorwart, der sich in die Ecke hechtet. Also diese Momentfotos, die haben uns sehr begeistert. Aber das war nicht der einzige Einfluss. Wir beschäftigen uns ganz viel mit den alten Meistern. Die alten Meister der Gotik und der Renaissance, die ganz klare Farben setzten. Es ging um Farbe. Farbe in ihrer Relation. Und so wurden die alten Meister zu unseren Vorbildern. Wir kommen bei dem Stichwort Vorbilder gleich auf ein Bild zu sprechen, das mir ganz besonders wichtig ist. Dazu eine Vorgeschichte. Um 1500 arbeitete in Florenz der Maler Jacopo Pontormo. Er wird dem Manierismus zugerechnet. Und in dieser Zeit, die mich sehr an unsere Weltlage erinnert, da malte Pontormo Bilder in einer ganz schrillen Farbigkeit. Die hoben sich sehr stark ab von den warmen Farben, den warmen Tonalitäten eines Raphael oder Tizian. Und dieser knallbunte Ausdruck, der entsprach der Zeit. Eine Zeit, in der in Florenz die Pest herrschte, vergleichbar mit Corona. Viele politische Auseinandersetzungen, gesellschaftspolitische Verwerfungen und Kriege überall. Und dieser Pontormo, der hat es mir angetan. In der Nähe von Florenz gibt es einen kleinen Ort, in dem eine Darstellung von Pontormo vorhanden ist, in einer Kirche. Es ist die Darstellung der Visitazione, übersetzt die Heimsuchung. Und zwar besucht Maria ihre Cousine Elisabeth und beide gehen aufeinander zu und gestehen sich, dass sie ein Kind erwarten. Diese wunderbare Szene hat mich angeregt. Nun hatte ich eine Exkursion gerade mit 10 Studentinnen und Studenten und ich habe
zwei Studentinnen gebeten, sich so in eine Malerrobe zu wickeln und habe einige Fotos gemacht, um das jetzt als Vorlage sozusagen zu verwenden. Und jetzt kommt ein ganz merkwürdiger Zufall. Gleichzeitig, ohne dass wir voneinander wussten, hat Videokünstler Bill Viola dieselbe Szene verarbeitet und mit seinen filmischen Mitteln hat er dieses Aufeinanderzugehen der beiden Frauen in einer Zeitlupe von 10 Minuten realisiert. Auch hier wieder dieser Verlauf von einem Krapplackton ins Blaue. Ich habe auf dieser Tafel mal einige Proben gemacht, die demonstrieren, wie ich vorgehe bei so einem Übergang. Jemand würde sagen, warum spritzt du das nicht? Da hast du es ja viel leichter. Nein, das geht nicht, denn ich müsste sonst alles abkleben, die ganze Figuration. In sehr meditativer Arbeitsweise arbeite ich mich von links nach rechts. Es wird ein kleines Teil dieses Palettenmessers hier reingemischt. Dann kommt das Blau hier in die nächsten Töne. Ich sehe überhaupt noch nichts von Blau. Und so allmählich geht dieser Ton in den Blauton über. Ich werde dann ganz einfache Striche von 2 Zentimeter Abstand etwa malen und sie ineinander vertreiben, wie wir sagen. Also wenn ich Glück habe, kriege ich so einen Übergang in dieser Tal etwa in einem Tagewerk und einem Nachtwerk fertig. Die Zeit muss sein und ich kann nur 10 Minuten unterbrechen, um etwas zu essen und mal etwas zu trinken. Dann muss es weitergehen, wann soll es die Farbe, die trocknet. Warum habe ich dieses Bild Theaterengel genannt? Ich stellte mir vor, so eine moderne Inszenierung, sehr stark reduziert, möglicherweise sogar aus Aluminiumblech. Und der Bühnenbildner hat sich irgendwie ausgedacht, dass diese Engel nach oben schweben, vielleicht mit irgendeiner Metallkonstruktion. Mein Enkel Elias sagte, Opa, sag mal, hast du das nicht ganz aufs Bild gekriegt da oben, den Kopf? Doch, sage ich, Elias, das ist ein Malertrick. Dadurch wird das Emporschweben noch einmal etwas betont. Eine Auswahl von 52 ehemaligen Studierenden meiner Malklasse an der Muthesius Kunsthochschule habe ich als Bereicherung meiner Retrospektive eingeladen. Das ist die Besonderheit dieser Ausstellung. Und was ich mir erhofft habe, wird auf erfreuliche Weise sichtbar. Eine große Vielfalt künstlerischer Positionen, von der Abstraktion zum Realismus, von dreidimensionalen Arbeiten. Hier haben wir eine große Stele im Zentrum des Raumes. Malerei in verschiedensten Ausprägungen und eine sehr spannende Blackbox. Diese tollen Malerinnen und Maler, Künstlerinnen und Künstler haben bei mir das Studium der Malerei angefangen. Ich habe versucht, Basiswissen zu vermitteln und einen Satz besonders stark zu betonen. Für mich ist Malerei Denken in Farbformen. Und ich bin ganz glücklich, wenn ich hier rumgucke, dann merke ich, da ist etwas angekommen. Was aber mir sehr wichtig ist, die Künstlerinnen und Künstler, die heute überall in Deutschland und auch in der Schweiz, Österreich leben, die sind im Anschluss an das Studium der Malerei bei mir oftmals
ausgewandert sozusagen in Städte wie Leipzig, Bremen, München, ja sogar bis Venedig sind sie gekommen und haben neue Impulse von anderen Kolleginnen und Kollegen empfangen. Und dadurch sind ganz eigene, individuelle Konzeptionen dabei herausgekommen. Zu den lustvollsten Teilen des Studiums in der Malklasse gehört zweifellos die wunderbaren Exkursionen in die Toskana. Viele Studentinnen und Studenten haben damals profitiert von diesen Exkursionen. Wir waren zusammen, haben zusammen gekocht, haben in meinem Atelier teilweise etwas beengt, übernachtet, aber morgens nach dem Frühstück ging es hinaus in die kleinen Bergdörfer oder in die toskanische Landschaft. Und es wurde, damals hieß es noch Naturstudium, heute nennt man es Wahrnehmungstraining, ausgeübt. Und viele haben dort in der Toskana wichtige Impulse empfangen. Es sind in diesen 20 Jahren 17 Exkursionen dabei gewesen. Und viele von denen, die wir hier ausstellen, die haben diese Exkursionen mitgemacht und erzählen heute noch davon. Malerei ist auch sehr viel Handwerk. Und ich habe mir eine Technik zu eigen gemacht, die Bilder der alten Meister heute noch so leuchtkräftig erscheinen. Am Anfang ist das Hühnerei. Ich nutze die Bindekraft des Hühnereis aus und im Verhältnis 1:1 tue ich da Leinöl dazu. Das Ganze wird durchgerührt. Und die Köche unter Ihnen denken, naja, das kann ja immer noch eine richtig gute Mayonnaise werden. Aber der Spaß hört ganz schnell auf, wenn ich nämlich dieses Harz dazugebe, ein Harz, das ich aus Tannenbäumen gewinne, besonders in Estland wird es produziert. Es wird dann in einem Tuch zerbröselt, ganz klein gemacht und wird über Nacht aufgelöst. Davon kommt also auch eine kleine Menge hinein, von diesem Dammerharz. Und mit dieser Emulsion kann ich dann die Farbe anmischen. Dafür habe ich traumhaftes Ultramarin-Pigment. Dieses Pigment wird auf die Palette gegeben. Immer wieder faszinierend. Und wie beim Kuchenbacken kommt dann eine kleine Menge von diesem und dieser Emulsion dazu. Und in recht langwieriger Arbeit mische ich mir meine wunderbare Eitempera-Farbe an. Das dauert dann eine Viertelstunde.
Wir kürzen das mal ab, so nach Art der Kochsendung. Hier habe ich mal meine Eitempera schon fix und fertig angerührt. Eine wunderbare Konsistenz, das könnte ich mit Ölfarbe nicht machen. Sie ist eigentlich so ein bisschen wie Zahnpasta. Und ich kann sie vermahlen und bekomme dann eine Oberfläche, die eher opak ist, also nicht so glänzend wie Ölfarbe. Hat sich bewährt, trocknet auch schneller und hat eben diese hohe Leuchtkraft. Deswegen sind die Gemälde der alten Meister heute noch so brillant. Wo wir über Technik sprechen, es gibt auch eine Ökonomie im Einsatz der Mittel. Ich habe in einem alten Sommerhaus, einem Holzhaus, einen Fußboden gefunden, einen Linoleumfußboden, der so aus der Nachkriegszeit stammte. Den habe ich rausgerissen und für mich hatte ich einen wunderbaren Malgrund. Linoleum hat ja auch was mit Leinöl zu tun. Und diese Musterung musste ich nicht malen, sondern habe sie als Hintergrund verwendet. In diesem Fall waren die Studentinnen auch wieder sehr kooperativ. Ich fand diese merkwürdige Armhaltung in einer amerikanischen Filmzeitschrift, auch da wieder aus urheberrechtlichen Gründen, kann ich das Foto nicht einfach nehmen. Ich wusste aber nicht, wer nun der Fotograf war und habe dann Studentinnen gebeten, diese Haltung nachzuahmen. Ich habe hier noch so eine Abbildung, die zeigt, dass einige bemüht waren, diese etwas schwierige Stellung einzunehmen. Aber man wird bei anderen Bildern sehen, ich habe mich so verknallt in diese komische Armhaltung, dass ich sie öfter eingesetzt habe. Jetzt kommt aber noch eine Pointe dazu. Einer von diesen hangelnden Männern, wie gesagt, ein Selbstporträt, wird hier oben in den oberen Bildteil gesetzt. Eine Verfremdung entsteht dadurch, dass die an sich realistische Figur ja die Größe einer Puppe hat. Sie ist nach vorne gebracht. Ich habe mich delektiert an diesen wunderbaren Faltenwürfen wiederum. Und dann kriegte das Bild den Namen der Vorturner. Eine ironische Bemerkung in Bezug auf das, was ich auch in der Malklasse gemacht habe, wenn ich einen Rahmen aufgespannt habe, die Leinwand auf diesen Keilrahmen gesetzt habe oder eben, wenn ich so eine Eitempera vorgeführt habe. In dem Augenblick war ich wieder ein Vorturner. Machen wir mal hier weiter. Dieses Bild, das Zwergenwerfen, basiert auf einer Nachricht, die mir eine Berliner Kollegin schickte. Sagte, stell dir vor, in Amerika gibt es die Disziplin des Zwergenwerfens. Kleinwüchsige Menschen werden durch die Luft geworfen und einige Athleten gehen dann mit dem Zollstock oder dem Bandmaß hin und sehen, wie weit sie geflogen sind. Und der am weitesten Geflogene, der bekommt den ersten Preis. Also diese menschenverachtende Disziplin ist zum Glück heute verboten. Aber sie hat mich angeregt, ein Bild daraus zu malen. Und ich suchte eine Zwergenfigur und fand sie in der Kunstgeschichte. Ich fand bei einem flämischen Kupferstecher Goltzius einen Herkules, der durch die Luft fliegt. Und dieser Herkules, muskelbepackt, der hat mich besonders interessiert. Und wie mache ich aus einem Herkules einen Zwergen? Ganz einfach, der Kopf wird vergrößert und schon ist es einer dieser muskelbepackten Zwerge, die auch manchmal in
Zirkusarenen auftreten. Auch hier wieder die eingefrorene Bewegung. Und was auch sehr oft vorkommt, ist ein Koordinatensystem, das wieder eine Spannung bildet zu diesen fließenden Linien. Und jetzt eine ganz grundsätzliche Bemerkung, die mir sehr wichtig ist. Der große Maler Albrecht Dürer hat schon sehr früh gesagt, die Künstlerin oder der Künstler sind inwendig voller Figur. Was heißt das? Viele von uns haben irgendwann zu einer Lebenszeit, oftmals in der Kindheit, ganz einschneidende Erlebnisse gehabt. Sie haben irgendwas gesehen, was sie aufgeregt hat. Irgendein Event hat sie emotional sehr stark bewegt. Und daraus entstehen dann Vorlieben für bestimmte Farbstellungen. Eine Paula Modersohn hat einen anderen Farbklang als Emil Nolde. Oder Morandi mit seinem Verhalten im Stillleben hat auch eine innere Kraft, die ihn zu dieser Farbigkeit bringen. Und bei mir war es ein Kindheitserlebnis, das prägend werden sollte für viele dieser Motive in dieser schrillen Buntheit. Wir sehen es später auch noch einmal in einem anderen Bild. Und worauf geht es zurück? Meine Mutter hat mir gesagt, als ich 4 Jahre alt war, im Kriege wurde in Kiel in einer Schule ein Weihnachtsmärchen aufgeführt. Und ich sehe heute noch, das muss man sich vorstellen, als 4-Jährige hat sich das so eingeprägt, dass ich heute noch das Bühnenbild rekonstruieren könnte. In der Mitte ein Busch, die Szene wechseln von links nach rechts, Spot an, Licht aus und vorne auf der Bühne ein kleines Hutzelmännchen tanzt wild gestikulierend hin und her. Es war das Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und dieser Anblick, der hat sich so eingebrannt in meinem Gedächtnis, dass daher wahrscheinlich die große Lust zu solchen schrillen Farbklängen herrührt. Überhaupt, das habe ich auch den Studenten immer gesagt, es ist sehr wichtig, dass man aus eigenem Erleben schöpft. Die Kunst, die nährt sich aus diesem eigenen Erleben der Wirklichkeit. Und das Falscheste ist, einen Kunstkatalog vorzunehmen, darin zu blättern und zu überlegen, was ist denn heute angesagt? Womit könnte ich Erfolg haben? Ach, das ist schon passé. Dann nehmen wir doch mal das. Da ist gerade eine große Ausstellung in Köln. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen abwandeln. Das etwas parodistisch gesagt, aber die Kunst kommt aus dem Leben. So sollte es sein. Das trifft ganz genauso zu diesem Bild zu. Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, einmal kein Stillleben oder eine Landschaft oder Figur zu malen, sondern einen abstrakten Begriff, in diesem Fall die Trunkenheit, zu malen. Und ich habe etwas gemacht, was unsere Professoren noch wahnsinnig verachteten. Es ist nämlich eigentlich ein Stilmischmasch und Professor X, der hätte mir gesagt, weißt du was, Peter, das geht überhaupt nicht zusammen. Hier die realistische Darstellung einer Figur, das könnte ein klein Flintbecker Nachbar sein, der von einer Jahreshauptversammlung kommt und er ist ordentlich angeschickert, aber er hat ja seinen Hund und der Hund führt ihn ganz langsam nach Hause. Dann hier eine gestische Attitüde. Ich habe Farbe dick aufgestrichen und bin mit einem Rakel durchgezogen, sehr spontan. Und auch das gibt die Suggestion von Trunkenheit. Schließlich auch noch ein Zitat von Obart. Die Obart, sehr streng, schwarz-weiß in diesen strengen Mustern. Wenn man das Auge hier drauf konzentriert, stellt sich auch so etwas Verschwommenes ein,
ja, ein bisschen ähnlich wie Trunkenheit. Dazu kommt noch der etwas schief im Raum stehende Stuhl und jetzt noch etwas sehr Persönliches. Dieses Oval, das erinnert mich an eine Episode damals in Angeln auf dem Land. 16, 17 Jahre alt, man durfte zum ersten Mal auf den Feuerwehrball. Und um mit einem schönen Mädchen zu tanzen, musste man sich natürlich etwas Mut antrinken. Und wenn es dann beim schnellen Walzer plötzlich zu schnell ging und das Drehen nicht mehr aufhörte, dann wusste man, so, stopp, jetzt hast du genug. Ich komme auf ein Rundbild zu sprechen mit dem Titel Schwarze und weiße Engel. Ich habe in diesem Fall den Tondo ausgewählt, weil es ganz andere Bedingungen für die Komposition ergibt. Diese Komposition der Engel habe ich nicht zentral in die Mitte gesetzt, sondern etwas exzentrisch und erreiche damit, dass auch die Bewegung noch einmal unterstrichen wird. Und was das inhaltlich zu bedeuten hat, liegt eigentlich auf der Hand, aber ich werde es einfach kommentieren mit dem Text eines Liedes. Und zwar gehen wir zurück in die, ich denke mal, 60er Jahre. Da hat die Schlagersängerin Katharina Valente ein Lied ausgegraben, das aus dem Südamerikanischen kam. Und sie hat einen neuen Liedertext dazu geschrieben, Schwarze Engel. Ihr Maler, lasst euch sagen, ihr habt so viel uns zu schildern. Ich frage euch, darf ich's wagen? Es fehlt etwas euren Bildern. Warum malt ihr nur weiße Engel, die vom blauen Himmel schweben? Diese süßen kleinen Engel muss es doch auch anders geben. Warum denkt ihr denn nie daran, dass leicht ein Engel schwarz sein kann? Bilder sind oft da, Reflexion in Gang zu setzen, und da erspart sich eigentlich jeder Kommentar. Ironie in meinen Bildern ist mir nicht fremd. Es ist ein etwas sarkastischer Kommentar zu der damaligen Zeit. Es wurde sehr viel diskutiert über Emanzipation. Und genauso wie ein guter Kabarettist muss es auch einem Künstler oder einer Künstlerin erlaubt sein, auf gewisse zeitgeschichtliche Phänomene, ja, mit Ironie und einem Augenzwinkern zu reagieren. Das heißt also, viele Bilder haben einen sublimen Zeitbezug, der mir wichtig ist, weil ich von mir eigentlich verlange immer, dass ich auch die Zeit, in der ich lebe, wenn auch unterschwellig, kommentiere. Vom Enkelkind Elias war schon die Rede. Das Größte, was Elias erleben kann, ist, wenn er mit Opa in Berlin alle Möglichkeiten der Fortbewegung erleben kann. Wir nehmen die U5, fahren zum Alexanderplatz, von da aus zum Hauptbahnhof und dann kommen seine Kommentare. Und diese Kommentare, die sieht man dann hier. Alexanderplatz, Regionalexpress, dann kommen wir am Naturkundemuseum vorbei, Dinosaurier und so weiter. Das sind also kleine Reminiszenzen, die mit Elias zusammengehören. Dann natürlich auch die kleinen Spielzeuge da oben, der Intercity, ganz wichtig für ihn. Wieder das persönliche Erleben als Ausgangspunkt für Malerei. Dann aber das Abbild eines geistigen Prozesses, die Komposition, das Wirkgefüge der unterschiedlichen Farben, das Fließen lassen, die Zufälligkeiten, dann wieder die ganz großen, starren Farbformen. Das alles ist der zweite Teil und den muss man sich auch erstmal als Betrachter erarbeiten. Eine ganz amüsante Geschichte hier bei diesem kleinen Bild, Mann mit weißer Maske.
dem liegt ein Foto zugrunde des jungen Hans Friedrich Genscher. Und was ich hierbei beachtlich finde, ist, dass eigentlich in diesem sehr reduzierten Bild drei Personen stattfinden. Es ist nämlich noch jemand, der nicht sichtbar ist, aber vor dem der Herr hier die Maske versteckt. Die will er nicht zeigen. Also eine Figur ist außerhalb. Und dann sind wir privilegiert als Betrachter, dass wir jetzt diese weiße Maske sehen können. Also drei Personen in einem Bild. Eine Arbeit aus der Sammlung von Schloss Gottorf. Sehr typisches Bild aus den 60er Jahren. Wie schon bei Junge mit Kegeln, hier die Verfremdung der Farbigkeit, Grau gegen starke Signalfarben. Ich bin froh, dass das an exponierter Stelle hängt. Dieses Bild, Colorblatt, auch aus den 60er Jahren, ist von mir ausgesprochen stiefmütterlich behandelt worden. Ich hatte es nicht mehr auf der Rechnung. In meinem Magazin stand es ganz weit hinten und ist eigentlich nie richtig ausgestellt worden. Und jetzt werde ich gerade auf dieses Bild angesprochen. Ein merkwürdiges Phänomen, aber wenn ich hier reinkomme, finde ich das auch nicht so schlecht. Also dieses Colorblatt erfährt gerade eine Renaissance. Ich spreche über ein Bild mit dem Titel Modenschau und muss eine grundsätzliche Bemerkung machen. Ich erinnere mich an die Vorlesung des Kunsthistorikers Stelzer, der über das Rechts und Links im Bilde spricht. Und er stellte fest, dass vieles an kompositionellen Ideen sich entwickelt aus der Tatsache, dass wir im europäischen Kulturraum von links nach rechts schreiben. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, betrifft nicht, sagen wir, asiatischen Kulturraum, wo umgekehrt geschrieben wird. Die Folge ist, dass diese junge Dame, die hier engagiert ist, eine Modeschau durchzuführen, absolut nicht amused ist. Die hat nämlich keine Lust. Ich habe sie so hingesetzt, dass sie aus dem Bild rausläuft. Sie ist auf der Flucht. Sie läuft nicht dynamisch und lustvoll auf diesem Laufsteg entlang, sondern sie ist renitent. Dazu kommt noch ein kleines Detail, dass sie eine 2 unterm Arm hat. Sie ist sauer, weil sie nur Zweite geworden ist. Sie wollte so gerne Erste sein. Und wenn wir das Ganze in diese Richtung hätten laufen lassen, dann wäre daraus ein dynamisches Mädchen geworden, die also Lust hat, sich dort zu präsentieren auf dieser Bühne. Kleines Detail, es gibt noch einen Verweigerer auf diesem Bild. Das ist nämlich der Maler selbst. Er hat diese wunderbaren Blumensträuße ausgelutscht. Er verweigert uns gewissermaßen die Farbe. Manchmal sind es ganz kleine, triviale Anregungen, die mich zu so einer Bildlösung bringen. Ich weiß noch, in Italien sah ich einen wunderbaren Film von dem bekannten Regisseur Tarkovsky, Sergei Tarkovsky. Der Titel des Bildes Nostalgia. Am Ende des Films geht ein Mann durch ein ausgetrocknetes Bad in San Vignano in der Toskana. Und er ist bemüht, eine Kerze anzuzünden und geht ganz langsamen Schrittes durch dieses Bad. Und der Wind pustet die Kerze immer wieder aus. Dann kommt er auf die Idee, seinen Mantel zu öffnen und davor zu halten. Die Kerze wird geschützt und es gelingt ihm, ein paar Schritte zu machen. Diese kleine Szene habe ich mir gleich notiert und daraus wurde dieses Bild. Dann kommen wir zu einem, sagen wir, Ausbruchversuch. Es geht nicht an, dass ein Maler oder eine Malerin sich an ein Konzept klammern und jetzt über Jahrzehnte immer wieder sich selbst kopieren. Man muss auch mal ausbrechen. Und als gerade die Malerei der jungen Wilden
gefeiert wurde, da dachte ich, das kannst du auch. Und habe einmal einen gestischen Farbauftrag versucht. Ein Vorgang, der natürlich lustvoll ist. Man lässt die Farbe laufen und es entstehen Zufälligkeiten, die man dann wieder einbaut. In meinem Konzept dann allerdings wieder ganz realistisch dargestellt. Dieser Ausbruchversuch aus einem Konzept war eine kurze Episode. Ich hatte dann auch die Idee, diese bewegte Figur des hängenden Mannes einmal darzustellen. Bin in ein Fotostudio gegangen, habe mich an diese Stange gehängt und habe alle möglichen Bewegungen gemacht. Ich fand das ja ausgesprochen interessant, diese Falten. Dafür kann ich ja überhaupt kein Modell engagieren. Diese Faltenwürfe, das Auf und Ab der Grautöne. Da gibt es eine ganze Serie von Fotos, die mir da sehr nützlich waren. Ich möchte einen Kommentar verlesen von dem legendären Kunsthallendirektor Jens Christian Jensen. Der hat dieses Bild nämlich kommentiert, oder diese Werkgruppe. An Nagels Bildern der 1980er Jahre ist eine gewisse Verunsicherung abzulesen. Er versuchte, seine strengen Bildkonzepte mit freien Farbsetzungen aufzulockern und die akkurate Gegenständlichkeit geradezu zu konterkarieren. Kein Zweifel, Nagel rang in diesen Jahren um sein ursprüngliches Bildkonzept. Der Künstler hat dieser für ihn schwierigen Schaffensphase rücksichtslos gegen sich selbst Gestalt gegeben. Der Künstler hängt an der Reckstange, ungewiss bleibt, ob er es schafft, sich nach oben zu ziehen und den alten artistischen Zustand ständiger Balancefindung wieder zu erreichen, der die Existenz der Künstlerin beispielhaft in eine bildhafte Metapher fasst. Angeregt zu diesem Bild wurde ich durch eine kleine Figur eines Spielzeugs, ein Eisbär, der bei mir im Atelier stand. Und ich habe diese Eisbären ohne große realistische Absicht ganz tump und traurig in diese arktische Landschaft gestellt. Zunächst, und das ist der Prozess, war die Eisfläche geschlossen. Dann kam aber wieder Kindheitserinnerung hervor, wie wir auf Eisschollen, auf dem Wieseneis starkten. Und für mich gab sich die wunderbare Gelegenheit, hier ein formales Spiel zu eröffnen zwischen den sogenannten positiven Formen, das sind die Eisbären und die Schollen, und diesen Zwischenräumen, diese bizarren kleinen negativen Formen, die in der Komposition eine große Rolle spielen. Wenn Schulklassen bei mir ins Atelier kommen, dann mache ich ja meistens noch die Bemerkung, hier sind 23 weiße Eisbären, aber es gibt noch einen schwarzen Eisbären und schnell ist er gefunden. Hier habe ich den Spaß mir erlaubt, eine Negativform zu einer Positivform zu machen. Hier mal die totale Reduktion auf Schwarz-Weiß-Grau, angemessen zu dem Thema, das natürlich eindeutig unsere Umweltproblematik betrifft. Und ich bin sehr froh, dass aus der schon genannten Ausstellung im Bundesrat im letzten Jahr eine Entscheidung gefällt wurde. Es gibt eine zweite Variante dieses Bildes, die ist doppelt so groß. Dieses Bild muss hier im Bundesrat bleiben. Das Geschenk wurde gerne entgegengenommen und heute hängt es in einem Flur dort, in der Nähe der Kantine. Dadurch müssen die Politikerinnen und Politiker täglich dran vorbeigehen und sie sollen immer wieder im Kopf behalten, was zu tun ist für unsere Zukunft. Also auch dort ein dezenter politischer Bezug, aber nicht deklamatorisch, aggressiv, sondern sublim,
Im besten Falle durch ein Kunstwerk. Wir gehen zurück ins Jahr 1963. Ich befinde mich mitten im Studium der Kunst am HFBK Hamburg, am Lerchenfeld. Und es ist eine Zeit der Suche, der Orientierungssuche. Wohin geht die Reise? Werde ich mehr realistisch? Werde ich eher abstrakt? Und man experimentiert mit Farbmassen, man kratzt hinein, man mischt große Farbkübel an, auch damals schon mit Pigmenten. Aber das Bild ist schon nicht mehr ganz abstrakt. Es tauchen nämlich Figuren auf, die ein bisschen an Kinderzeichnungen erinnern. Und wir waren damals beeinflusst von der Künstlergruppe Cobra, Appel und Jorn und haben auch damals schon sehr lustvoll, frei gearbeitet. Dann, unter dem Einfluss auch der Gruppe Zebra, ging es langsam in eine andere Richtung. Die Farben wurden stark konturiert. Ich fand als Probestück sozusagen ein Absinthglas von Picasso, das für mich in dieser Phase noch die Ersatzstellung der menschlichen Figur hatte. Ich wusste noch nicht genau, wie weit ich diese menschliche Figur fassen sollte und nahm sie zunächst einmal als plastisches Ding. Hier die bewegten Formen, Zebra lässt grüßen. Und dann dieser blaue Hintergrund, flächig, nicht aufgerissen. Und dann kommt der Malerprofessor hin. Sagt, Peter, das kannst du doch nicht machen, das ist doch keine Malerei, das ist doch Plakat. Ja, ich sage, also dann vergessen Sie doch bitte nicht, die großen Maler der Gotik und der Renaissance, wie Mantegna und Luca Signorelli und Giotto, das ist doch auch Malerei, weil es ganz stark mit Farbe zu tun hat. Diese Arbeit heißt misslungener Trick. Man kennt die Situation, dass ein Zauberer sich sehr bemüht und plötzlich geht irgendetwas daneben. Deswegen reißt die Dame die Arme hoch und was hier stattfindet, ist auch irgendwie etwas irrational. Und das Irrationale, das gehört nun mal eben zur Zauberei. Und auf ein kleines Detail möchte ich aufmerksam machen. Beim Zaubern, da ist ja auch immer etwas, was Rätsel bleibt. Man weiß nicht genau, wie das zusammenstimmt. Und es sieht falsch aus. Und diesen Umstand, dass etwas falsch aussieht, erleben wir hier. Die Perspektive ist, wenn man so will, falsch. Falsch ist sie aber nicht für das Bild. Ich gucke einmal hier auf die Ecke, eine Draufsicht und dann eine Druntersicht. Genauso bei diesen Sachen. Und dann der kleine Elefant. Von der Farbe her, von der Organisation, gibt es hier eine Relation von dem Elefanten zu diesem wunderbaren Blau. Und was ich vorhin vorgemacht habe in der Eye-Tempera, kommt hier richtig zur Geltung. Ganz duff und überhaupt nicht schlierig und glatt, diese Eye-Tempera, die sich hier frei entwickelt. Ich bin seit frühester Jugend Opernfan und leide deswegen besonders auch in dieser besonderen Corona-Situation, dass man jetzt zum Beispiel in Kiel oder in Berlin keine Opern oder Theateraufführung besuchen kann. Hier auch wieder ein Fundstück aus einem Programmheft. Der Fotograf wird gefragt, sagt sofort, ja, das nehmen wir doch gerne in Kauf, das darfst du gerne benutzen, aber ich mache dich darauf aufmerksam, nicht nur meine Urheberrechte sind beeinträchtigt,
sondern auch die Persönlichkeitsrechte der Frau, der Sopranistin. Ich nenne nicht ihren Namen, sie ist ein weltberühmter Sopran. Da ich jetzt aber nicht den Aufwand haben wollte, mit ihr auch noch in Kontakt zu gehen, ob ich sie denn malen dürfe, habe ich gesagt, na gut, dann mache ich dieses Gesicht freihändig und suche mir eine Physiognomie aus, die genauso funktioniert. Diese besondere Körperhaltung, die kann nicht patentiert werden. Die kann man also übernehmen. Hier vorne im Vordergrund die Sängerin und in einem Abstand singend der Heldentenor, der versucht, seine Dame zu betören. Eine ganz andere Motivation, dieses Bild zu malen, ich nenne es Weinen üben. Es ist vorstellbar, dass in einer Schauspielschule die Order ausgegeben wird. Jetzt wollen wir mal versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise Weinen zu üben. Für die künstlerische Bewältigung dieses Themas natürlich ein ganz anderer Gedankengang, nämlich der, wie komponiere ich diese neutralen Grautöne zu den leichten Farbakzenten. Diesen Farbklang, den kann ich auch irgendwo in der Renaissance wiederfinden. Auch dort lasse ich mich immer wieder anregen. Ich möchte ans Ende meines zweiten Rundganges ein Bild stellen, das ich im vergangenen Sommer gemalt habe und das in mir etwas Nostalgie auslöst. Es ist nämlich in der Toskana gemalt worden. Und zurzeit können wir ja leider nicht darunter reisen, es ist einfach zu gefährlich. Aber es ist schön, sich daran zu erinnern. Es ist Herbst geworden, die Rotweintrauben sind ganz reif und hängen an der Pergola. Ich habe meine Staffelei in der Nähe aufgestellt und beobachte schon seit Tagen, dass hier im unteren Bereich der Pergola das Hühnervolk ganz eifrig am Naschen ist und alle Trauben hier unten nach und nach abpflückt und frisst. Jetzt ist plötzlich Schluss da unten und nur oben noch, da prangen die reifen Trauben. Und ich sehe, wie der Gockel, ein Gockel mit ganz knorrigen Beinen, wie der liebäugelt mit diesen Weintrauben da oben. Und dann versucht er mit ganz schwerem Flügelschlag auf diese Pergola zu fliegen. Ein äußerst gewagtes und schwieriges Vorhaben. Ich schleiche mich weg und hole meine Kamera. Das musst du fotografieren. So langsam kriegt er mit, dass ich da auf Lauer stehe. Was bleibt ihm übrig? Er muss die Flucht antreten und mit genauso schwerem Flügelschlag versucht er unten auf die Wiese zu fliegen. Ich sagte, das sah aus wie eine Notlandung eines Flugzeugs. Ich habe mich sehr amüsiert. Und jetzt geht's an die Realisation. Ich habe hier das Foto des Gockels. Ziemlich unübersichtlich, aber eben naturalistisch in diesen saftigen Grüntönen. Wie nähert man sich diesem Thema? Meine Entscheidung, totale Reduktion, hier eine Variation von Grautönen ganz reduziert und dann die Entscheidung, da oben einen roten Farbakzent und zwar ganz isoliert. Mich erinnert dieses Bild auch immer an Vorgänge aus der Musik. Eine lange Partie eines Adagio, ganz feine Abstufungen im Klang und dann
Bam, da kommt der Paukenschlag oder der Trompetenstoß. Und es gibt den Akzent, der hier die Sache zum Klingen bringt, im wahrsten Sinne. Und mit diesem knallroten Akzent möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und meinen Rundgang beschließen. Die Beschäftigung mit Kunst darf auch etwas Spielerisches haben, etwas Unterhaltsames. Und da habe ich jetzt zum dritten Mal schon eine sogenannte Publikumsbefragung ins Leben gerufen. Aufgabe ist, sich zu entscheiden, welches ist mein Lieblingsbild, ganz persönlich. Es stellt sich die Frage, gehe ich nach den Farbklängen, gehe ich nach dem Motiv, gehe ich nach der Komposition, ist jedem selbst überlassen. Jetzt wird es aber etwas schwieriger. Die zweite Frage lautet nämlich, welche drei Bilder sind nach deiner Einschätzung die Lieblingsbilder der Mehrheit derjenigen, die sich hier beteiligen? Das Ganze wird nachher in Feinarbeit ausgewertet und daraus wird sich eine Reihenfolge ergeben. Und als Preise habe ich ausgesetzt ein paar schöne grafische Blätter.